It's your boy, Valorant. Willkommen, meine Damen und Herren, zur Closed Beta von Valorant. Ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, dass ich in den letzten 5 Minuten einen Key bekommen habe, beziehungsweise den Zugang. Ich habe mich natürlich gefreut, wie Schnitzel, konnte es erst gar nicht glauben. Und ja, jetzt ist es da. Ich habe eben meinen Namen schon eingegeben, das konntet ihr jetzt leider nicht mehr sehen. Also wenn man den Account dann frisch erstellt, gibt man seinen Spielernamen ein und dann geht's los. Und da ich weiß, dass sich einige auf mein Urteil verlassen, zeige ich euch hier natürlich alles in vollen Zügen. Also wir gehen mal hier in den Bereich rein. Die Basis wird noch aufgebaut. Bahne dir deinen Weg bis zu der Waffe dort drüben. Okay. Okay, wo? Ah, da drüben. Auf Leertaste kann man übrigens springen, Leute, ja? Wie komme ich hier durch? Ah. Heb die Pistole auf. Oh, jetzt. Oh. Jetzt scheiß auf das fliegende Ziel. Also mit Rechtsklick kann man auch schießen. Das war eben mein Rechtsklick. Das ist hier so eine Art Burst. Aber ich soll links klicken. Präzision ist alles. Bleib also stehen, bevor du schießt. Versuch dich an diesen Bots. Dann schnapp dir das Gewehr. Wo sind die Bots? Hallo? Übrigens ist die Geschwindigkeit noch etwas arg schnell. Hey! Ich musste noch ganz kurz das einstellen. So sieht übrigens das Menü aus. Ihr habt ja gestern schon ganz kurz im Stream gesehen. Ja, ich möchte hier die Geschwindigkeit ein bisschen rausnehmen. Ist übrigens bei allgemein zu finden. Also die Empfindlichkeit gehe ich mal auf. Kann ich das hier auch eingeben? Ah ja, sehr gut. 0,8 ist für mich in Ordnung, denke ich. Maus invertieren. Bin ich verrückt oder was? So, Einstellung schließen. Hoppala. Etwas ungewohnt, dass er mit Rechtsklick schießt, weil ich hab wie so einen nervösen Tick, dass ich des Öfteren einfach mal Rechtsklick drücke. Und ja, also hier ist jetzt der erste Bot und ich drücke ihn mal ins Gesicht und er ist weg. Ich möchte jetzt auch den Burst mal kurz ausprobieren. Hallo, Sir. Oh, aua, der hat mich erwischt, der Wurstkönig. Pow, 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 pow. Weitere drei. Positioniere dich so, dass du immer nur gegen einen kämpfst. Das wird einigen in CSGO helfen. Auch mir. Denn ich gehe gerne rein und habe dann mehrere Feinde einfach im Visier. Beziehungsweise mich sehen mehrere Feinde. So, oh my god, there's someone. He's down. And another one. Okay, gute Arbeit. Betritt die Halle, um mit deinem Training fortzufahren. Gehen wir der mal rein in die Halle. Kann dich nicht sehen, aber er hört dich. Schleich dich an, um deine Schritte zu dämpfen. Und überrasche ihn. Wir schleichen jetzt. Ganz normal mit Umschalt links kennt man ja. Achtung. Gute Arbeit. Probieren wir verschiedene Waffen an diesen Zielen aus. Ich war gar nicht drauf. Später solltest du dir aber genau überlegen, für welche Waffen und Fähigkeiten du Creds ausgibst. Creds. Okay. I need some Creds. Warte, was ist mit B? Ah ja, ich kann einkaufen. Ah ja, IOP. Ist doch klar. Later. Okay, pass auf. Ich will mal kurz gucken, wie es ist, wenn du läufst und dabei schießt, dann wird nicht wirklich getroffen. Also genauso wie bei CSGO, nicht wie bei, was weiß ich, Fortnite. Ich glaube, bei Fortnite kann man einfach im Laufen schießen. Oder konnte man anfangs zumindest im Laufen und Springen schießen und es hat genau gerade geschossen. Kann das sein? Ist hier zum Glück nicht der Fall. Man muss schon richtig reindümpeln. Ich wollte ja auch schon wieder mit Rechtsklick, aber da... Oh, es geht sogar auf die Entfernung. Ich will die AK, also ich würde sagen, die Vandal ist ja so ungefähr wie eine AK. Habe ich auch gestern im Stream schon ein paar Mal gehabt und damit kann man natürlich diverse Shots pressen, gerade in die Gesichter. Es wird einem natürlich dazu geraten, hier alles einzustellen. Ich gucke jetzt mal kurz, wie es grundsätzlich eingestellt ist, denn im Moment passt mir es ziemlich gut. Hier ist, glaube ich, auf Default gesehen alles eingestellt, wie ich es gerne hätte. Keine Ladungen mehr. Wäre es ja schon gut. Dann gehen wir gerade mal weiter. Ein Mofa. Also ich bin, denke ich, soweit zufrieden. Es ist natürlich einiges an Spielzeit, die da reingehen muss, um die perfekten Einstellungen zu finden, die perfekte Maus-Sense und so weiter. Man kennt das ja alles von CSGO. Ich spiele übrigens gerade mit 800 DPI hier, ne, in der Maus. Und eben bei allgemein einer Mausempfindlichkeit von 0,8 und auch einer Zoom-Empfindlichkeit von 0,8. Du hättest hier scheinbar sogar wie bei einer CSGO-Map das hier drüber einstellen können. Ist nicht schlecht. Wir gehen mal rein. Ah, direkt ein Parcours. Testen wir deine Präzision. Okay. Für diese Bots reicht ein Kopfschuss. Jetzt bitte einmal kurz nicht hingucken. Körpertreffer verursachen weniger Schaden, davon am wenigsten an den Beinen. Gut. Sie verschwinden schnell. Erledige also so viele wie möglich. Ich schieße nur die Beine ab jetzt, okay? Soll ich erstmal Hipfire machen? Ich mach erstmal Hipfire. Und, aber auch mal ein bisschen mit Sprayen oder sowas, um zu gucken, wo die... Ich spray jetzt mal zuerst. Okay. Ich versuche mal so Salven zu machen. Oh, der ist, ich krieg die gar nicht mehr. Ich muss doch auf Headshots gehen, die sind zu schnell weg. Es ist übrigens früh am Morgen. Bitte nicht hier, ne? Gucken, was ich mache. Dankeschön. Ah! Ich glaube, ich habe es etwas langsam, die Sense. Das ist mir zu schnell, akut! Mach dich auf zum Wegpunkt. Ich bring dich zum Teleporter.
Okay. Geh hindurch, damit wir deine Fähigkeiten üben. Mit ihnen kannst du dir gleich zu Beginn einen Vorteil verschaffen. Also, ich kann jetzt in die Fähigkeitenhalle überschreiten und dann euch eben die ersten Fähigkeiten zeigen. Ich habe jetzt hier welchen Helden? Ich weiß es nicht. Betritt den Teleporter, um mit deinem Training fortzufahren. Also, machen wir, machen wir. Los geht's! Jeder Agent hat eigene Fähigkeiten. Schieß mit deinem Bogen gegen diese Mauer. Ja. Die Fähigkeit ist schon mal sweet, denn damit kann ich sehen, was da so abgeht. Da sind sie. Nutz deine Infos, um sie nacheinander zu erledigen. Oh! Ah, shit! Schon wieder rechtsklick, ich bin so derm. Later. Later. Dort nennt sich Spike. Damit stiehlt der Feind unser Radianit. Die Angreifer wollen ihn an Schlüsselpositionen aufstellen und die Verteidiger müssen sie daran hindern. Okay. Platziere ihn zum Test an der markierten Stelle. Also, ich würde sagen, wir etablieren direkt Bombe, ne, dazu. Das ist die Bombe. Das Bömpchen muss gelegt werden, so wie auch bei CSGO. Guck mal, wir nudeln hier einfach mal so ein Pfeilchen hin. Und decken mal das Gebiet auf. Ach, gar kein Feind, okay. Ich hole den Radianten-Spot mit der Bombe. Mit 4 übrigens, man sieht's ja. Wenn die Angreifer den Spike platziert haben, müssen die Verteidiger ihn entschärfen. Okay. Ich schicke jetzt ein paar Bots. Geh du im Bootshaus hinter die Entdeckung und verteidige. Mach doch. Decke Gebiet auf. Alle nehmen die Pistole. So. Was ist jetzt mit dir, hä? Bot Alfredo. Wie der sich anhört. Der läuft doch gerade durch Dreck. Sterbe ich jetzt eigentlich, wenn die Bombe hochgeht? Wahrscheinlich, ne? Vergiss nicht, deine Fähigkeiten zu nutzen. Achso, ja. Feuer deinen Schallschuss auf das Ziel an der Wand. Ich bin der Jäger! Ha, diese Kills haben deine ultimative Fähigkeit aufgeladen. Ich bin der Jäger! Sie feuert auch durch Wände und du kannst die Bots von hier erledigen. Ja, nice. Gut, dann machen wir das mal so. Ausgezeichnet. Es kann losgehen. Du kannst jederzeit zurück zum Schießstand, um Fähigkeiten und Waffen auszutesten. Das ist echt nervig. Kann man das ausmachen? Aber wenn du bereit bist, keine Ladung mehr. Die Front auf dich. Willkommen in Valorant. Dann wartet die Front auf uns, ne? Piep, 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 piep. Kommunikation einstellen. So, Sprache ist an. Ich mache Push-to-Talk. Meine Push-to-Talk-Taste ist diese hier. Team-Sprachchat ist an. Push-to-Talk-Taste im Team. Push-to-Talk-Taste in der Gruppe. In Gruppe? Ich will in meinem Team sprechen können, ne? Klar. Ja, willkommen ein weiteres Mal hier zu Valorant. Wir sind jetzt im Hauptmenü und von hier aus startet man auch grundsätzlich immer in die Spiele rein. Es gibt das Trainingslager, das haben wir eben gemacht. Es gibt ungewertete Spiele. Das bin ich soweit, oder was? Ja, ich glaube schon. Man kann direkt den Gruppenraum öffnen oder schließen. Das finde ich schon mal sehr gut. Das hier ist der aktuelle Bildschirm. Es gibt hier noch die Sammlung, und zwar meine Waffensammlung. Aktuell habe ich natürlich noch keine Skins oder Spielerkarten. Das hier ist der Spielenmodus. Und hier kann man scheinbar auch direkt ein eigenes Spiel starten, in dem man dann wohl trainieren könnte. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aber ich teste das natürlich später für euch noch an. Es gibt nur noch den Spielverlauf, aber da ist logischerweise noch nichts drin. Und den Shop. Ja. Es gibt hier diese Skins. Wie zum Beispiel diesen wunderbaren Revolver. Den kann ich aber nicht kaufen, weil ich nicht genug von diesen A-Punkten habe. Das hier sind die A-Punkte. Die kann man für echt Geld kaufen, oder wie? Ah ja. So. Das schauen wir uns aber alles nochmal im Detail an. Was ist R? Radiant. Das kann man wiederum mit den Punkten kaufen, die man sich kaufen kann. Ich hoffe, man kann die Punkte auch erspielen. Mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ich habe keinen Plan. Was ist das hier oben? Geschlossene Beta-Belohnungen. Aha. Ja, das hatten wir ja hier eben, ne? Man spielt und bekommt dann tolle Sachen freigeschaltet. Guck mal, Graffudels, hier so ein leckeres Ding. Eine Frau. Schön. Ich werde euch hier, wie gesagt, mit allem Möglichen versorgen, was am Start ist. Und sobald wir alle gemeinsam spielen können, also wenn es richtig eröffnet ist, dieses Spiel, dann können wir gemeinsam reinhasseln. Ich weiß, dass ein paar von euch auch Beta-Zugang haben. Damit werden wir vielleicht auch schon die nächsten paar Tage reindümpeln und auch mal in Streams natürlich zusammenspielen. Denn zusammen macht es logischerweise mehr Spaß als Vivo alleine. Sobald es öffentlich ist, werde ich natürlich auch mit Sperling reinhasseln. Mit Wallen. Big Wallen, ihr kennt ihn. Da werden wir uns richtig die Kante geben. Also wirklich richtig, richtig. Ah, das sind auch nochmal Missionen, die jetzt hier offen sind. Kaufe Schilde und setze deine Fähigkeiten ein. Okay. Man bekommt dafür Erfahrungspunkte und hier bekommt man auch, also das ist alles in Erfahrungspunkte gewertet. Man kriegt jetzt hier keine, wie heißt das nochmal? Ich sag einfach mal Chumble. Man bekommt keine Chumble Drops, ne? Und wahrscheinlich auch kein Radiant, keine Ahnung. Doch bei Yakuza habe ich Radiant gesehen, also ich nehme an, er hat das sich wahrscheinlich droppen lassen. Ah, vielleicht recht interessant. Spielsplitter EU. Region Land DEU, also Deutschland EU. Wird es hier vielleicht tatsächlich so sortiert, dass man hier mehr oder weniger in der EU am Fighten ist? Beziehungsweise dann speziell in Deutschland? Hat das was mit den Servern zu tun? Ja, und dann eben die Einstellung. Na, das war es soweit hier mit diesem Teil. Man kann sich dann noch abmelden oder zurück zum Desktop. Der Trainingslager, das war das, was wir eben gemacht haben. Oh. Nee. Ah, Spike entschärfen.
besiege einen Gegner nach dem anderen und entschärfe den Spike, bevor die Zeit abläuft. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, wie es geht. Ich drücke einfach mal drauf. Komm. Ich weiß halt auch nicht, welcher Knopf es ist, aber ich nehme an, es ist F oder E. Ach, man kann ja direkt den Dödel aussuchen. Ah, okay. Ich denke, einfach nur so zu Einspielungszwecken bleibe ich jetzt in einer Runde bei Soja, bestätige und guck mir die Sache mal an. Also, Spike entschärfen, entschärfe den Spike. Gut, Kaufphase. Ich kaufe mir wieder meine AK. Ich kaufe mir schwere Schilde, ich kaufe mir eine Ghost. Ist eine ziemlich sweete, mit meinen Spezialfähigkeiten, ist eine ziemlich sweete Pistole. Geschalldämpft, sieht ein bisschen aus wie eine USPS, wirkt von der Stärke her wie eine 5.7. Ich nehme an, ich spreche ja wahrscheinlich hauptsächlich zu CSGO-Spielern. Darum sind die Vergleiche wahrscheinlich nicht schlecht. Der Spike liegt und ich muss ran. Achso, ich habe ja mein Dödelpfeil. Guck mal da. Decke Gebiet auf. Decke Gebiet auf. Da sind sie. Da sind sie. Oh, da ist noch einer links neben mir. Eine ne. Ey. Oh, ich habe noch 100 HP. Ah, ich habe mir Schild gekauft. Ah! Warum wurde er nicht angezeigt? Frechdachs. Oh, oh, oh. Schnell. Vier. Mit vier entschärfen. Later. Okay, das war's. Bot-Schwierigkeit einfach. Unendliche Munition deaktiviert. Kann ich mal hier bitte auf Bot-Schwierigkeit schwer gehen, ja? Los geht's. Here do we. Fucking go. Hab sie gefunden. Genau. Ich hab keine Ahnung, was das eben war. Warum meiner so abging. Was das war. Was schießt denn da? Was? Oh, was? Alter, was war denn das für ein Bug? Okay, okay, auf ein neues, auf ein neues. Komm. Warum darf ich nicht einzoomen mit der Wendel? Ey! Ey, wenn das im Spiel passiert, raste ich aber aus, ne? Kann ich bitte. Ich zoome jetzt am besten gar nicht ein. Ich zoome jetzt gar nicht ein. Nee, nee, nee. Die sind nur krasser wie Light. Wo ist denn jetzt der Schalli von der Waffe hin? Sondern ich glaube, irgendwas buggt hier hart, ne? Oh. Wo seid ihr? Hallo? Oh. Warum ich... Oh! Oh Gott, du bist mit einem Schuss tot! Hör mal auf jetzt! Die Bombe geht gleich... Die Bombe geht gleich hoch. Oh nein! Komm schon, keiner mehr, keiner mehr. Ah! Ist ja auch schwer. Na gut, easy weiß es nicht, ne? Also, scheinbar sind diese Trainingsdinger etwas verbuggt. Wie komme ich jetzt hier raus? Hey! kann ich hier wieder raus oder kann ich hier wieder raus? Ich weiß jetzt, wie man auf schwer eine Bombe entschärft. Oder ein, ja, doch, Bombe. Nicht Spike, Bombe. Und ich habe dafür keine Erfahrungspunkte bekommen. Hallo, ich habe eben auf schwer gespielt, Entschuldigung. Das ist ja noch nicht mal vermerkt, ne? Das ist ein Erfolg, was? Jetzt ist die Zeit reif, um hier mal das allererste Spiel reinzuhasseln. Da das Video aber sicherlich schon ein paar Minuten gesammelt hat, werde ich jetzt hier cutten. Und dann aber direkt die nächste Aufnahme machen hier für die erste Runde. Und dann schauen wir mal, wie der Hassel so läuft, ne? Ob ich so krass reinhassel wie eben bei den Schweren.